Heute machen wir einen leckeren Nudelauflauf mit Brokkoli und Paprika. Dafür brauchst du nur ganz wenige Zutaten. Du gibst geschnittene Paprika, Mohrrüben, Brokkoli und Mais sowie vorgekochte Nudeln in einer Auflaufform. Alles einmal kurz verrühren. Dann geben wir unsere angemixte Soße mit Milch, Eier und Creme fraiche sowie Gewürzen hinzu und rühren das nochmal durch. Und nun unseren leckeren Reibekäse. Ab in den Backofen. Bei 180 Grad für 20 bis 30 Minuten. Du kannst das Ganze mit einer Alufolie abdecken, dann wird es nicht braun. Fertig ist unser Nudelauflauf. Abonniere unbedingt meinen Kanal, um keine Rezepte mehr zu verpassen. Guten Appetit!